Wird der Rentenabschlag 10,8% bei EM-Renten zum 1.7.2024 abgeschafft? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe eine ganz interessante Anfrage reinbekommen. Und zwar geht es um das Thema Rentenabschlag, EM-Rente und auch im Zusammenhang mit meinem Video, was ich am 23.08.2023 veröffentlicht habe zum Thema Abschlagsberechnung oder pauschale Zuschlagslösung, Berechnung des dieser Zuschlagslösung im Zusammenhang mit dem Datum 1.7.2024 für EM-Bestandsrentner oder nachfolgende Altersrentner. Und dort hat mich eine Dame angeschrieben und hat mich gefragt, ob denn in den Entgeltpunkten, die ich dort als Beispiel gewählt habe, denn der Abschlag 10,8% bei der EM-Rente schon drin war. Ich hatte ja gesagt, dass das 44,4444, also vier Stellen hinterm Komma, persönliche Entgeltpunkte sind. Und da gehen Sie bitte davon aus, bei persönlichen Entgeltpunkten ist immer der Abschlag mit drin. Ja, also das habe ich zwar nicht so ganz klar gesagt. Und jetzt fragt aber, also ich habe das nicht so ganz klar dargestellt in dem Beispiel, aber ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere weiß, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Summe der Entgeltpunkte und der persönlichen Entgeltpunkte. Ja? Die persönlichen Entgeltpunkte werden dann, nachdem die Summe der Entgeltpunkte mit dem Zugangsfaktor, Klammer auf Abschlag oder Zuschlag oder gleich 1,0 multipliziert werden, dann zu persönlichen Entgeltpunkten und diese persönlichen Entgeltpunkte werden dann wiederum der Berechnung der monatlichen Rente nach der Rentenformel des § 64 SGB VI zugeführt. Aber das nur am Rande. Und dann fragte mich auch noch die Dame, wie sieht denn das jetzt aus? Wird denn der Abschlag überhaupt der Abschlag in der EM-Rente generell dann am 1.7.2024 abgeschafft? Also meine Damen und Herren, ich habe mir dieses EM-Rentenbestands Verbesserungsgesetz, so wie es ungefähr heißt, mal angeschaut. Und da steht dazu absolut nichts. Das heißt also, der Abschlag, die 10,8% Abschlag in der EM-Rente werden zum 1.7.2024 definitiv nicht abgeschafft. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen einfach nur noch mal ganz kurz zeigen, wer hier eigentlich für diesen Abschlag zuständig war. Das war unser lieber Herr Walter Riester, ehemaliger Bundesminister für Arbeit und Soziales. Der war in seiner Amtszeit vom 27.10.1998 bis 22.10.2002 federführend auch mit dafür verantwortlich, dass der Abschlag in der EM-Rente eingeführt worden ist. Ein sozialpolitischer Kahlschlag, ein Irrsinn allererster Güte und natürlich auch getragen durch den neoliberalen oder zumindest aus meiner Sicht neoliberalen Bundeskanzler Herr Schröder. Und wir dürfen auch bitte nicht vergessen, die Grünen waren damals auch mit an der Macht. Das heißt also, die Grünen haben diesen Irrsinn auch mitgetragen. Sicherlich gab es damals aus Sicht der Regierung vielleicht nicht gute, aber nachvollziehbare Gründe, warum der Abschlag eingeführt worden ist. Aber dennoch, der Sturm der Entrüstung schon damals bei den Sozialverbänden war ganz groß, aber man hat das ganz knallhart hier durchgesetzt. Und das Ergebnis ist, dass wir in den EM-Renten einen deutlichen Sinkflug der Zahlbeträge erleben durften. Es gibt zwar einen kleinen Turnaround seit dem 1.7.2014 und dann auch mit der Ausweitung der Zurechnungszeiten für Renten, die nach dem 31.12.2018 begonnen haben. Aber im Grundsatz kann man sagen, EM-Renten sind in Deutschland absolute Armutsrenten. Meine Damen und Herren, also zum 1.7.2014 gibt es keine Abschaffung des Abschlags 10,8% bei der EM-Rente. Es bleibt alles so, wie es beim Alten war. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.